So, es gewittert jetzt draußen und regnet ziemlich stark. Und Ava hat jetzt ein bisschen, ein klein wenig auf das Gewitter reagiert. Und ja, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt extra nicht die Fenster zu. Ich schotte sie nicht davon ab, sondern ich setze mich einfach ganz ruhig zu ihr und beruhige sie einfach indem, dass ich ruhig bin. Also ich mache jetzt da gar nichts Großes, ich rede nicht auf sie ein, ich verhalte mich einfach ganz normal. Und Aragorn ist sowieso da in dieser Hinsicht eine coole Socke, also den kratzt das überhaupt nicht, der kennt das. Oft sagt man, die Hunde entwickeln das im Alter dann mehr. Er wird jetzt 5, also das ist noch nicht das hohe Alter, aber bis jetzt auch kein Problem, auch mit Feuerwerk nicht und allen anderen solchen Knallreizen und so. Und das ja, machen wir das bei Ava einfach auch so, dass wir da einfach ganz, ganz natürlich mit umgehen, dass ich hier einfach signalisiere, hey, da ist alles gut. Und da brauchst du gar nicht irgendwie auf komische Gedanken zu kommen. Ja, sie kann da irgendwo an ihrem Kauzeugs rumkauen. Das ist auch immer eine gute Sache. Und vor allem aber das Allerwichtigste, weil ich selbst habe keine Angst vor Gewittern. Und mich triggert das überhaupt nicht. Ich schrecke nicht zusammen. Ich bleibe da einfach völlig entspannt und ruhig wie sonst auch. Ich mache einfach ganz normal alles ganz normal weiter. Und eben, ich schotte sie jetzt nicht davon ab, aber ich gebe ihr ein Geborgenheitsgefühl durch mich. Also, dass sie das gut verknüpfen kann. Ja, da guckt er einfach mal kurz, weil das halt schon jetzt gerade imposant ist. Gell? Alles gut. Jawohl. Es gibt da natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt hier in dem Moment, also im Moment raus, wo ich gerade ganz kurz so eine kleine Unsicherheit erkannt habe, genau das Richtige gewesen. Einfach kurz mal ein bisschen mit der eigenen Ruhe und mit dem eigenen Sicherheitsgefühl da reinzugehen und einfach ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln über meine ruhige Ausstrahlung. Und die kann man eben dann nicht aufsetzen oder spielen, sondern ja, und ganz wichtig, da jetzt nicht, weiß ich wie, auf den Hund einzuquasseln und beruhigen zu wollen, irgendwie einwirken zu wollen, sondern einfach da sein und ja, einfach selbst cool sein, ne? Damit cool bleiben und eben nicht auf die Angst des Hundes quasi auch mit Aufregung reagieren, ne? Genau, das heißt nicht, dass man das ignorieren soll, weil dann würde ich sie jetzt damit in diesem Gefühl alleine lassen, ne? Genau, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich raus will. Und genau. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt da den ganzen Tag über bei den Hunden im Büro auf dem Hundekissen rumhänge. Genau. Und normalerweise ist ja das Hundekissen deren Ruheplatz und da mische ich mich ja nicht ein grundsätzlich. Also ich muss das immer auch können natürlich. Also es muss mir immer möglich sein, bei meinen eigenen Hunden den Raum einzunehmen, wo auch immer, das ist ganz klar. Aber im Normalfall lasse ich die ja einfach in Ruhe und gehe die da nicht dann noch bedrängen und touchen und so, sondern lass die da wirklich einfach mal ein bisschen sein. Aber jetzt in diesem Moment ist es einfach wichtig, da zu sein, kurzen Moment, einen Augenblick. Und dann stehe ich jetzt dann auch gleich wieder auf und gehe dann auf meinen Bürostuhl und mache noch ein bisschen Büroarbeit. Und ja, das war jetzt einfach nur gerade kurz der Moment. Und ja, man sieht, die hat sich ja schon völlig entspannt und es ist für sie alles okay. Und das Gewitter lässt jetzt auch schon nach. Genau. Und das lässt jetzt nicht nach, weil ich es sich hier hingesetzt hat. Man weiß ja nie, was die Hunde wie verbinden. Sondern, ja, das können wir einfach nicht steuern, nicht beeinflussen. Aber wir müssen hier keine Angst davor haben. Genau, das ist eigentlich die Botschaft. Und sie wird das mit der Zeit so verinnerlichen. Und ja, das auch. Selbst wenn die Hunde zu Beginn schon so sozialisiert worden sind und generalisiert
worden sind mit gewissen Reizen und so. Dass gerade in der Pubertät kommt es immer mal vor, dass es Phasen gibt, die dann der Hund plötzlich eben vor einem Stein Angst hat oder vor irgendeiner Säule, die er zwar schon 100 Mal dran vorbeigelaufen ist, aber plötzlich ist das Ding irgendwie komisch, ne? Und plötzlich ist der Stein irgendwie gefährlich, was ist das denn? Und greift mich das an und so. Genau, das ist wie bei den Kindern, wenn die beginnen zu fremdeln, sage ich immer. Das ist so nachvollziehbar für den Menschen. So, und das wird sich dann auch widerlegen, wenn wir da eben gar keine große Geschichte draus machen. Genau. Aber eben zwischen keine große Geschichte draus machen, zwischen Halt geben und überverhätscheln, zwischen eben keine große Geschichte draus machen und ignorieren und so, ist immer ein Unterschied. Ne? Das sind so kleine, feine Unterschiede eben. Das sind so die. Ja. Voilà. Alles schön und friedlich zwischen meinen weißen Käsebeinen. Das ist natürlich klar, ist nicht jeder Hund gleich und nicht, dass das jetzt heißen muss, dass das bei jedem Hund genau gleich funktioniert. Das ist jetzt einfach bei diesen beiden da, wo wir das so handhaben und gemacht haben, schon bei Aragorn. Gut, für ihn war das nie ein Thema von Anfang an nicht. Gewitter war jetzt für ihn wirklich nie ein Thema. Und auch Feuerwerk nicht. Aber aus diesem Grund werden wir aber ganz sicher am 1. August nicht alleine lassen, also Nationalfeiertag in der Schweiz, wo da wirklich auch geböllert wird, falls es nicht abgesagt wird, wegen der Trockenheit und so. Ich finde eigentlich diese ganze Feuerwerkknallerei eigentlich auch völlig schwachsinnig, gerade wegen den Wildtieren, gerade wegen den Tieren, denen man nicht so den Halt geben kann, weil es was Unnatürliches ist und halt auch wegen der ganzen Umweltverschmutzung und so. Aber diesbezüglich hoffe ich jetzt natürlich, dass es ein bisschen irgendwie trotzdem ein bisschen rumknallt. Einfach weil Ava jetzt noch jung ist und ich das natürlich gerne, wenn sie jung ist, gleich gut verknüpfen möchte. Also dass die von Anfang an lernt, okay, das knallt und knattert da draußen, kein Problem. Natürlich kann man das dann auch mit Audiodateien und weiß ich was, ein bisschen üben. Das ist ganz klar, das ist auch eine gute Sache, wenn jetzt ein Hund wirklich so ein Problem hat. Oder eben auch für Züchter im Wurf etc. pp. Aber in echt ist dann noch halt mal ganz was anderes. Ne? Dass die räumliche Wahrnehmung ist dann schon noch mal anders als einfach vom Handy abgespielt. Und von dem her, ja, ich kann ja dann nicht zum Simulieren, ich kann ein paar kleine Frauenfürze oder so ablassen. Also das sind übrigens so, ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland oder so kennt. Oder in Österreich, das sind so klitzekleine Knallkörperchen, die machen wirklich nur so pst, pst, knum, irgendwie so ganz kleine Geräusche. Aber so richtiges Feuerwerk und so Knaller und Raketen und Bölle, das kann ich ja nicht dann einfach so ja, simulieren unter mir, ja, ne? So echt. Deshalb denke ich, wäre es ganz gut, wenn das dann trotzdem ein bisschen knallt ringsherum, dass wir das eben gleich von Beginn an gut verknüpfen können. Klingt jetzt ein bisschen fies für alle die natürlich wirklich schon eine Panik haben da, für die ist das natürlich gar nicht cool. Ja, aber zum Aufbauen, wenn der Hund eben noch nicht Angst hat oder noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht hat, sind das alles ganz gute Dinge zur Reizbewältigung. Ne? Damit ist eigentlich schon alles gesagt zu diesem Moment.